Das Steinkohlenbergwerk Zollverein in Essen-Katernberg gehört zu den ältesten und traditionsreichsten Bergwerken des Ruhrgebiets. Das Abteufen des ersten Schachtes begann 1847 unter Franz Haniel, dem rund 15 Jahre zuvor durch neue Verfahren das Durchstoßen der Mergelschicht gelungen war. Die Aufnahme der Kohlenförderung erfolgte im Jahre 1851. Der Name Zollverein erinnert an den 1834 in Kraft getretenen Deutschen Zollverein. Diese Vereinigung hatte den Zusammenschluss der deutschen Einzelstaaten ermöglicht und deren Wirtschaft entscheidend gefördert. Mitte der 20er Jahre waren die bis dahin betriebenen vier selbstständigen Schachtanlagen von Zollverein erneuerungsbedürftig. Daher wurde der Entschluss gefasst, einen neuen Zentralförderschacht abzuteufen und Förderung, Aufbereitung, Energieversorgung und Werkstätten zusammenzufassen. Die Seilfahrt, das heißt das Einfahren der Bergleute nach Untertage, sollte weiterhin in den bisherigen Schächten stattfinden. 1929 begann das Abteufen von Schacht 12. Er erreichte 1931 mit einem lichten Durchmesser von 7,5 Metern eine vorläufige Teufe oder Tiefe von 640 Metern. Ein wesentlicher Bestandteil der neuen Tagesanlage 12 war die Pressluftzentrale zur Erzeugung von Nieder- und Hochdruckluft. Die Gebäude sind systematisch entsprechend ihren Funktionen zueinander angelegt. Alle technischen und betrieblichen Veränderungen in den letzten 50 Jahren durch Teufenzuwachs und Erhöhung der Rohfördermenge haben das äußere Erscheinungsbild der Anlage nicht verändert. Über die Freiluftumspannanlage des RWE bezieht Zollverein die elektrische Energie für alle über- und untertägigen Anlagen. Äußeres Kennzeichen von Schacht 12 und von Essen-Katernberg überhaupt ist der 56 Meter hohe Doppelförderturm. Am Modell lassen sich die Funktionszusammenhänge der Tagesanlage Schacht 12 im Überblick erkennen. Unmittelbar hinter dem Doppelförderturm liegt der alte Wagenumlauf. Rechts davon die Sieberei. Links dahinter befindet sich die Kohlenwäsche oder Aufbereitung, das größte Gebäude der Anlage. Hier wird die Rohförderkohle nach Produkten klassiert und sortiert. Die Aufbereitungserzeugnisse sind Kokskohle, Nusskohle, Mittelgut und Berge. Auf dem Dach der Wäsche befindet sich die Waschwasserkläranlage. Die verschiedenen Bestandteile der Kokskohle laufen im Kokskohlenturm zusammen. Sie werden gemischt, gebunkert und je nach Bedarf per Waggon oder per Bandstraße zur Kokerei verladen. Für die Planung und Errichtung der Tagesanlagen von Schacht 12 zeichneten die Architekten Schupp und Kremmer verantwortlich. Sie schufen mit der 1932 in Betrieb genommenen Anlage ein Vorbild für später errichtete Bergwerke. Revolutionär waren zu diesem Zeitpunkt die Zusammenfassung vieler Einzelfunktionen zu einem Ganzen und deren Mechanisierung sowie die Dimension der gesamten Anlage. Gegliedert ist die Anlage durch zwei Hauptachsen. Die erste Hauptachse führt von der Gelsenkirchener Straße direkt auf den Doppelförderturm zu. Die zweite verläuft rechtwinklig dazu zwischen den Werkstattgebäuden in Richtung Pressluftzentrale mit dem Kesselhaus in der Mitte. Kennzeichnend für die Bauweise ist die strenge architektonische Gliederung. Vor die tragende Stahlskelettkonstruktion ist ein nicht tragendes, gleichmäßiges Stahlfachwerk mit Klinkermauerwerk gehängt. Vor dem Schalthaus liegt die Freiluftumspannanlage des RWE. Hier wird die ankommende Spannung von 110.000 Volt über Transformatoren auf die Betriebsspannungen von 5.000, 500 und 220 Volt heruntertransformiert. Die Schaltzentrale stammt original aus dem Jahre 1931. Die Schalttafeln dienen der Überwachung und Steuerung der Energieversorgung. Die Verteilung der elektrischen Energie zu den Verbrauchern wird durch zählende und schreibende Messgeräte registriert.
Hier vom Schaltpult aus schaltet man in Verbindung mit dem RWE die Transformatoren der Freiluftumspannanlage zu oder ab. Zwei Umformer liefern den erforderlichen Gleichstrom für die Fördermotoren. Während früher die Fördertürme überwiegend nur mit einer Förderanlage ausgestattet waren, hat der Doppelförderturm zwei Anlagen, bestehend aus je einer Treibscheibe mit Fördermotor, zwei Seilscheiben, zwei Gefäßen sowie einem Ober- und einem Unterseil. Der Unterbau der Wäsche sowie der Bunkerbereich bestehen aus Beton. Der übrige Teil des Gebäudes aus Stahlkonstruktion und vorgehängtem Stahlfachwerk mit Klinkermauerwerk. Der 36 Meter hohe Kokskohlenturm fasst 3000 Tonnen Kokskohle. Direkt beim Bergwerk liegen die ehemaligen Steigerhäuser. Sie veranschaulichen die enge Bindung der Bergleute an ihr Bergwerk und ihren Beruf. Im Laufe der Jahre nahmen die Anforderungen hinsichtlich der Leistungsfähigkeit ständig zu. Dieser Forderung konnte durch Mechanisierung, Automatisierung und durch den Einsatz von Elektronik in Form von Rechnern für die Steuerung und Regelung von Betriebsabläufen nachgekommen werden. Alle diese Maßnahmen ermöglichten es, das Bedienungs- und Aufsichtspersonal nach und nach auf ein Minimum zu reduzieren. Die Förderung der Rohkohle erfolgt mit den Förderanlagen Nord und Süd. Zu jeder Anlage gehören zwei übereinander angeordnete Seilscheiben. Jede dieser Seilscheiben hat einen Durchmesser von 6,5 Metern und wiegt etwa 4,5 Tonnen. Bedingt durch die Fluranordnung der Fördermaschinen und die Teufe von ca. 1000 Metern beträgt die Seillänge rund 1200 Meter. Das nördliche Oberseil hat einen Durchmesser von 6,6 cm und wiegt etwa 20 Tonnen. Im Gegensatz zur vollautomatischen Förderanlage Süd läuft die Anlage Nord teilautomatisch. Sie stammt aus dem Jahre 1931 und hat eine Leistung von etwa 2800 Kilowatt. Die Fördermaschine wird von einem Maschinisten per Hand gesteuert. Wir befinden uns nun auf der Rasenhängebank, dem Austritt des Schachtes aus der Erde. Rechts im Bild sieht man das Seil der teilautomatischen Förderanlage Nord, die wir näher betrachten wollen. Die Umstellung von der zeit- und arbeitsaufwendigen Wagenförderung auf die produktivere Gefäßförderung erfolgte beim Norden im Jahre 1967. An jedem Seilende hängt ein Gefäß, wiederum als Nord und Süd bezeichnet. Es fasst jeweils 13 Tonnen Rohkohle. Das Gefäß Nord der nördlichen Förderanlage wird kurz vor der Hängebank abgebremst und entleert sich automatisch in einen Zwischenbunker. Der Maschinist verfolgt über Teufenzeiger und Kontrollinstrumente den Förderablauf. Während der Entladung des Gefäßes Nord wird gleichzeitig das Gefäß Süd auf der 14. Sohle beladen. Die langsam drehenden Seilscheiben gehören zur Anlage Nord. In diesem Augenblick fährt das volle Gefäß Süd aufwärts, während das leere Gefäß Nord zwangsläufig abwärts fährt. Das Seil läuft über die Treibscheibe der Fördermaschine. Diese Treibscheibe misst im Durchmesser 7 Meter. Sie macht 46,5 Umdrehungen pro Minute. Die Umdrehungen der Treibscheibe werden mechanisch direkt auf den Teufenzeiger übersetzt. Von der Teufenzeigerwelle wird über einen Keilriemen ein Generator angetrieben, dessen abgegebene Spannung ein Maß für die Geschwindigkeit der Fördermaschine ist. Die mit dem Teufenzeiger verbundenen Kurvenscheiben sind zusammen mit den Rollenhebeln mechanische Regeleinrichtungen für das An- und Abfahren der Fördermaschine. Bei einer Teufe von 900 Metern ertönt ein erstes Warnsignal für den Maschinisten. Kurz vor dem Erreichen der 14. Sohle bzw. der Hängebank ertönt ein zweites Signal. Dann müssen die Gefäße bis zum Stillstand abgebremst werden.
Fällt der Maschinist aus, wird über die Kurvenscheiben die automatische Bremsung eingeleitet. Markierungen am Seil dienen als zusätzliches Signal für den Maschinisten. Das Gefäß Süd befindet sich nun auf Höhe der Hängebank und wird entladen. Gleichzeitig wird das Gefäß Nord in rund 1000 Metern Tiefe beladen. Durch optische und akustische Anzeigen erhält der Maschinist die Meldung, dass das Gefäß Nord beladen ist. Diese Meldung gilt gleichzeitig als Kommando zur Abfahrt. Innerhalb von 30 Sekunden erreichen die beiden Gefäße der nördlichen Förderanlage die zugelassene Höchstgeschwindigkeit von 17 Metern pro Sekunde oder etwa 60 Stundenkilometer. Insgesamt sind 36 Züge pro Stunde möglich. Die Tagesleistung beträgt rund 11.000 Tonnen Rohkohle. Die Gesamtfördermenge beider Förderanlagen liegt bei 24.000 Tonnen pro Tag. Hierfür bräuchte man 860 normale Güterwaggons. Durch die Kontrollinstrumente überwacht der Maschinist den einwandfreien Ablauf der Förderung. Da die Handsteuerung eine hohe Konzentration erfordert, wechseln sich die Maschinisten der beiden Förderanlagen nach 4 Stunden ab. Auf dem Teufenzeiger kann man erkennen, in welchem Abschnitt des Schachtes sich die Fördergefäße jeweils befinden. Beide Förderanlagen laufen im Moment auf vollen Touren. Das Gefäß Nord der nördlichen Förderanlage ist ziemlich weit aufgefahren und wird nun allmählich abgebremst. Die Rohförderkohle gelangt durch den Zwischenbunker auf das Austrageplattenband. Dieses Plattenband ist die ältere Form des Transportbandes. Früher verwendete man Metallplattenbänder, um ein Durchschlagen schwerer Stücke zu verhindern. Heute sind überwiegend stabile Gummigurtbänder üblich. Durch die modernen maschinellen Abbaumethoden enthält die Rohförderkohle hauptsächlich Rohfeinkohle. Bestandteile von mehr als 150 mm Korngröße fallen daher fast ausschließlich als Berge an, das heißt als Gestein. Die Sieblochung im Klassiersieb für die Bergevorabscheidung hat einen Durchmesser von 150 mm. Die Rohförderkohle kleiner als 150 mm fällt durch das Sieb und wird der Aufbereitung direkt zugeführt. Am Leseband klaubt ein Bergmann den Restkohleanteil aus den Bergen größer als 150 mm heraus und gibt ihn dem Kohlenstrom zur Aufbereitung bei. Die Rohwaschkohle gelangt über den Vorbunker und die Dosierbandwaage in die Vorklassiertrommel. In der Vorklassiertrommel findet eine erste Trennung nach Korngrößen statt. Man unterscheidet zwischen Rohfeinkohle der Korngröße 0 bis 10 mm und Rohgrobkohle von 10 bis 150 mm.
Wir verfolgen nun den weiteren Weg der Rohfeinkohle in der Aufbereitung. Die Becherwerke heben sie von der 17-Meter-Bühne zu den Gurtbändern auf der 36-Meter-Bühne. Diese transportieren die Rohfeinkohle zu den Kreiselsichtern. Der Kreiselsichter hat einen Durchmesser von 4,7 Metern. Hier wird der Staub von der Rohfeinkohle abgeschieden. Im geschlossenen Kreiselsichter wandert der durch das Flügelrad erzeugte Luftstrom durch die Jalousiebleche, durchströmt die von oben aufgegebene Rohfeinkohle und trägt den Staub der Korngröße 0 bis 0,5 mm gegen die Außenwand. Er fällt ab und wird durch ein Krählwerk ausgetragen. Die entstaubte Rohfeinkohle von 0,5 bis 10 mm verbleibt im Innentrichter und wird der Feinkornsetzmaschine zugeführt. Nach der Trennung in Korngrößen erfolgt die qualitative Sortierung. In den Setzmaschinen wird die Rohkohle je nach Wichte gemessen in Gramm pro Kubikzentimeter in Kohle, Mittelgut und Berge sortiert. Dieser Sortierprozess wird am Modell verdeutlicht. Wie hier zu sehen ist, wandert die Kohle mit einer Wichte von kleiner als 1,45 im pulsierenden Wasserstrom der Setzmaschine nach oben. Das Mittelgut mit einer Wichte von 1,45 bis 1,8 sowie die Berge mit einer Wichte größer als 1,8 setzen sich unten ab. Luftimpulse erzeugen den senkrechten, pulsierenden Wasserstrom. Diese Arbeitsluft hat einen Überdruck von 0,3 Atü. Sie bewirkt die zur Schichtung notwendige Hubbewegung im Wasser. Der Steuerzylinder regelt bei Modell und Original die Zu- und Abführung der Arbeitsluft. Die gewaschene Rohfeinkohle kommt aus dem Überlauf der Setzmaschine auf die Entwässerungssiebhorde. Es handelt sich hierbei um ein Spaltsieb mit einer Spaltweite von 0,5 mm. Von allen Aufbereitungserzeugnissen werden ständig an vielen verschiedenen Entnahmestellen Proben gezogen und im Betriebslabor vorwiegend auf Wasser- und Aschegehalt untersucht. Hier wiegt der Laborarbeiter von der auf Analysenfeinheit gemahlenen Probe ein Gramm für die Veraschung ein. Aufgrund der Laborergebnisse werden die Produkte überwacht und die Maschinen der Aufbereitungsanlage eingestellt. Ja, in Ordnung. Wird sofort erledigt. Vom modernen Steuerstand aus kann man jederzeit über den Rechner die einzelnen Phasen im Aufbereitungsprozess über Monitore verfolgen. Das im Waschprozess umlaufende Wasser enthält feine Kohlenbestandteile. Es gelangt zunächst in den Pumpensumpf und wird dann mit zwei Hauptwaschwasserpumpen zur Kläranlage auf dem Dach der Aufbereitung gepumpt. Das in den drei Rundeindickern geklärte Waschwasser führt man wieder dem Waschprozess zu. Diese kontinuierliche Reinigung spart den Verbrauch von frischem Wasser erheblich ein. Gleichzeitig gewinnt man aus dem Waschwasser den Kohlenschlamm. Der eingedickte Kohlenschlamm gelangt über die Abzugsspitzen und ein Rohrleitungssystem zu den 6 Scheibenfiltern.
Aufgabe der Scheibenfilter ist es, dem Kohlenschlamm durch Vakuum das Wasser zu entziehen. So entsteht neben dem Staub und der gewaschenen Rohfeinkohle der dritte Bestandteil der Kokskohle. Beim Endprodukt Kokskohle macht Schlamm etwa 20%, Staub 35% und die gewaschene Feinkohle rund 45% aus. Gurtbänder transportieren die Kokskohle über die Eckstation zum Kokskohlenturm. Hier erfolgt die Bunkerung und Verladung. Bei der Verladung per Waggon öffnet der Verwieger den Muschelschieber. Jetzt werden aus dem laufenden Kohlenstrom Proben entnommen. Von diesen Probemengen für die Endkontrolle verbleibt eine versiegelte Standprobe beim Werk. Teilproben gehen an Betriebs- und Hauptlabor sowie an den Kunden. Über die Verladerinne fällt die Kokskohle direkt in den Waggon. An der verwertbaren Kohlenförderung hat die Kokskohle einen Anteil von ca. 90%. Dies entspricht etwa 10.000 Tonnen pro Tag. Hiervon werden ungefähr 4.000 Tonnen über Waggon verladen. Die Waggons werden durch die Seilzuganlage bewegt, die man von der Verladebühne aus bedient. Sind die Waggons an dem langen Zugseil angehängt, können sie je nach Bedarf vor- und zurückgezogen werden. Durch die Seilzuganlage vermeidet man lange und unnötige Standzeiten der Lokomotiven. Im Verladebereich befindet sich neben jedem Gleis eine Seilzuganlage. Das Zugseil läuft über zwei Antriebtrommeln, deren Schutzhaube für die Filmaufnahmen entfernt wurde. Neben der Waggonverladung besteht eine über Brücken geführte Transportbandanlage direkt zur Zentralkokerei Zollverein. Etwa 8% der verwertbaren Kohlenförderung fallen als Nusskohlen an, die man hauptsächlich im Hausbrand und in Kleinkesselanlagen einsetzt. Auf dem Klassiersieb werden diese Nusskohlen in vier verschiedene Korngrößen klassiert. Vor der Verladung wird die Kohle auf Sieben mit Wasser abgebraust. Dies dient der Entfernung von anhaftendem Schlamm und Unterkorn. Als Endprodukt gelangt die Nusskohle zur Waggonverladung. Etwa 45% der Rohkohlenförderung besteht aus Bergen, das heißt Gestein. Die Berge mit mehr als 150 mm Korngröße werden im 2-Walzenbrecher zerkleinert und dem Bergebunker zugeführt. Man verwendet die gebrochenen Berge im Straßen- und Deichbau. Der Hauptanteil des Bergeaufkommens sind Waschberge. Alle anfallenden Berge können per Waggon und LKW verladen werden. Die nicht für Baumaßnahmen oder zum Verfüllen von Hohlräumen unter Tage verwendeten Berge gelangen mit der werkseigenen Eisenbahn zur Bergehalde.
Der Zechenbahnhof Zollverein ist an das öffentliche Bahnnetz der Köln-Mindener Bahn angeschlossen. Die Köln-Mindener Bahn hatte nach ihrem Bau im Jahre 1847, dem Gründungsjahr von Zollverein, die Wirtschaftsentwicklung an Rhein und Ruhr entscheidend beeinflusst. Hier verlässt der mit Bergen beladene Zug den Bahnhof Zollverein und rollt zur Bergehalde. Zur Bergehalde gehört die Umschlaganlage mit dem Hochbunker. Sie ist an das Werksbahnnetz der Zechenbahn und Hafenbetriebe Ruhr-Mitte der RAG angeschlossen. Zwischen Bergwerk und Umschlaganlage verkehren Pendelzüge mit ca. 700 Tonnen Nutzlast. Mit der mechanischen Öffnungsmaschine werden die Verschlussklappen für die Entleerung der Waggons betätigt. Eine gelbe Signalscheibe zeigt den Beginn des Öffnens an. Die Entleerung erfolgt direkt in den unter den Gleisen gelegenen Tiefbunker, der etwa 150 Tonnen fasst. Ein Gurtband transportiert dann die Berge in den 800 Tonnen fassenden Hochbunker. Die Mulden-Großfahrzeuge haben ein Fassungsvermögen von 60 Tonnen. Über eine Selbstbedienungsanlage des Hochbunkers, die der Fahrer per Schnurzug betätigt, wird das Fahrzeug beladen. Diese Großfahrzeuge sind für den Einsatz im Bergehaldenbereich zugelassen, aber nicht für den Straßentransport. Hier wird die Bergeladung über die Haldenstraßen zum Einbauort gefahren. Ein Radlader baut die Berge lagenweise in Schüttterrassen von 2 bis 3 Metern ein. Diese Halde, Landschaftsbauwerk Schurenbach, wurde 1976 begonnen. Sie bedeckt eine Fläche von 46,5 Hektar. Zum Zeitpunkt der Filmaufnahmen lagerten hier 14,6 Millionen Tonnen Berge. Angelegt ist die Halde auf ein Gesamtvolumen von rund 25 Millionen Tonnen. Der endgültige Haldenkopf soll 100 Meter über Meereshöhe liegen. Dies bedeutet, dass dann der Abstand zwischen Haldenfuß und Haldenkopf etwa 65 Meter beträgt. Das Anlegen der Bergehalde erfolgt von außen nach innen. Dabei entsteht ein Wall, der Arbeitsgeräusche nicht nach außen dringen lässt. Durch die Modernisierung der Abbaumethoden erhöhte sich der Bergeanteil in der Rohförderkohle auf bis zu 50%. Die größeren Bergemengen führten zur Anlegung von Großhalden, die durch Begrünung und Aufforstung ins Landschaftsbild eingefügt werden. So sind auf dem Landschaftsbauwerk Schurenbach bis Ende 1986 rund 180.000 Gehölze gepflanzt worden. Mit der Fertigstellung wird das Landschaftsbauwerk abschnittsweise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. In diesem Naherholungsgebiet werden Wanderwege, Ruhebänke, Schutzhütten, Schlittenabfahrten und mit Folien abgedichtete Teichmulden angelegt. Rund 2/3 der Gesamtfläche nimmt dann der Wald ein, 1/3 die Wiesen. Auf dem seit 1851 ununterbrochen in Förderung stehenden Bergwerk Zollverein
waren die abbauwürdigen Kohlenvorräte Ende 1986 erschöpft. Damit erfolgte die Stilllegung am 23. Dezember 1986. Die Bergleute von Zollverein wurden zu anderen Bergwerken der Ruhrkohle verlegt oder gingen mit Erreichen der Altersgrenze in den Ruhestand. So endete auch die Ära der einst architektonisch und technisch revolutionären Tagesanlage Zollverein Schacht 12.